Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Thema Speckstein im Ofenbereich. Was macht das so besonders? Normal hat man den klassischen Schamott im Feuerraum und in die Züge bahnen klassischen Kachelofen. Bei Speckstein hat man natürlich den Speckstein als Material für den, sowohl für den Brennraum als auch für die gesamte Züge. Und der hat eine 6-mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Schamott und eine 2-mal höhere Dichte als Schamott. Das hat zur Folge, dass er 2 Besonderheiten miteinander verbindet. Er hat eine sehr gute Wärmeaufnahme und speichert durch seine hohe Dichte besser als den klassischen Schamott. Das macht, dass er auch so beliebt ist, sowohl in Skandinavien und zunehmend auch in Mitteleuropa. Nun würde ich sagen, Jürgen, probier es doch selber mal aus. Du gehst mit der flachen Hand auf den Schamottstein und wird sicher auch eine saubere Wärme spüren. Okay. Und nun gehst du noch mal auf den Speckstein. Pass bitte ein bisschen auf. Aha, alles das klar. Ist genau den Unterschied. Da. Und das bedeutet im Endeffekt, dass er die Wärme viel besser aufnehmen kann als der Schamott. In Zeiten der Energiekrise, warum ist genau so ein Modell jetzt so effizient? Gewicht ist Masse und Masse ist Speicherung. Bei so einem Ofen, der doch 1900 Kilo Gewicht hat, kann man sagen, dass der 36 Stunden Wärme abgibt. Wie leicht ist es denn, diese Öfen nachträglich einzubauen? Dadurch, dass er so viel Gewicht hat, muss man den auf die Rohbetondecke setzen. Das bedeutet, bei einem nachträglichen Einbau reißen wir nicht den ganzen Estrich oder so auf, wir machen Punktfundamente. Das bedeutet, wir bohren mit dem Kernbohrgerät bis auf die Rohbetondecke, gießen die aus und dann steht der Ofen quasi auf die Rohbetondecke. Eigentlich ähnlich wie die Häuser in Venedig. Die stehen auch auf Pfosten. Wer ist denn eure typische Zielgruppe für diese Öfen? Was wir sehr oft haben, sind Kunden, die einen klassischen Schwedenofen haben, der mit sehr viel Wärme im Schornstein geht. Und die kommen und möchten dann eigentlich auch wieder eine speichernde Feuerstätte haben. Die kriegen dann eher so kleinere Specksteinöfen zwischen 400 und 650 Kilo. Leute, die wirklich diesem Ofen nützen wollen, um wegzugehen vom Gas, vom Öl oder was auch immer, die nehmen dann eher die Öfen ab 1200, 1500 Kilo, weil man dann wirklich eine 24-stündige Wärme hat. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.